Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge True Farming auf der Schwarzing. Ja, mit dem Helmut. Moin! Der Helmut ist wieder da, Mensch. Na, hast du deine paar Stunden Urlaub genossen? Oh, war wunderschön. Was hast du gemacht? Ach, ich war hier und da, ein bisschen in Polen, Kippen holen. In Polen Kippen holen? Naja, freilich. Oh, sehr schön. So, pass auf, ich habe hier das Feld schon mal gedüngt. Unser Feld. Davor, das habe ich gedüngt. Und zwar, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen, dass wir das hier mal fertig kriegen. Da ist Unkraut drauf aktuell. Ja. Unkraut ist drauf und das hat den Düngestufe. Ach nee, es ist voll ausgedüngt sogar. Also müssen wir nur Unkraut bekämpfen. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich mal zum Händler fahren und müssten Pflanzenschutz holen. Warte mal, ich guck mal im Lager. Achso, da haben wir Pflanzenschutz, meinst du? Ich glaube, da hatten wir auch schon was mitgebracht, ja. Okay. Doch, hier. Hier steht Pflanzenschutz. Na, guck. Perfekt, um also die Grazie. So, warte mal, da müssen wir aber mal ganz kurz zu tun. Achso, und dann war noch was anderes gewesen, genau. Meine lieben Freunde, erstmal ganz kurz, und zwar, es ist eine intensive Buchhaltung durchgeführt worden. Betreffend der Hosch Bronto 9DC. Es ist manchmal ist ein bisschen Kauderwelsch drin, manchmal passieren einfach auch Fehler. Und deswegen eine Hosch Bronto DC9 hat hier zu etwas größeren Diskussion geführt. Aber wir wissen nun den gesamten Hergang und werden das jetzt RP-mäßig auch ausspielen natürlich. Also nur das erstmal ganz kurz zur Info. Ihr seid natürlich angehalten, weiter das Däumchen da zu lassen, wenn es euch gefällt. Und wir hoffen auch, dass euch das Projekt weiter gefällt und immer natürlich neue Anregungen und Ideen in die Kommentare zu schreiben. Fakt ist eins, ich muss jetzt erstmal ganz schnell beim Lohnunternehmen anrufen und muss da mal nachhaken, was da los ist. So, kleinen Moment. Bin gleich wieder da, Helmut, ne? Ja. Wusste ich nicht so richtig. Oh, ja. Mal durchläuten hier beim Lohnunternehmen. L.O. Graf Sachsen, guten Tag. Hallo Herr Sachsen, hier ist der Miguel. Ja, hallo. Ja, es geht nochmal um die Sämaschine. Da hatten wir ja telefoniert gehabt. Ja. Haben Sie denn geprüft? In Ihren Büchern? Ja, wir haben geprüft. Wir haben es bezahlt, aber allerdings war das eine Fehlbuchung. Ah ja. Wollen wir das nochmal klären? Also dann lade ich das zum Kaffee ein. 16 Uhr. Ja, dann würde ich mich ins Auto setzen, würde mal runterkommen zu Ihnen. Ja, um 16 Uhr? Wollen wir das so vereinbaren? Um 16 Uhr? Das kriege ich hin. Auf jeden Fall, das schaffe ich. Okay, bis dann. Alles klar, wiederhören. Ja, Helmut! Ja, ich muss mal runterfahren zum Lohnunternehmen. Da ist irgendeine Fehlbuchung passiert. Die haben mich zum Kaffee eingeladen und Kuchen und wollen da mal fix drüber schwatzen. Kriegst du das hin mit dem Unkraut? Ich mache hier mal eine Herbizidbehandlung auf dem Feld, ja. Das ist sensationell. Kriegen wir hin, alles klar. Dankeschön, bis denn, ne? Ja. So, wollen wir uns mal nach unten lecken? Ja, es ist leider so, meine lieben Freunde, ich werde euch jetzt mal ganz kurz noch was erzählen. Ich meine, ich brauche ja nicht um heißen Brei reden. Ihr seht selber auf dem Server, wir haben mit massiven Lags zu kämpfen. FPS ist nicht das Problem, denn ab, ich sag mal, 30 FPS reicht zum halbwegs flüssigen Spielfluss. Wir sind ja, darf man nicht vergessen, aktuell mit 16 Leuten auf dem Server. Ne? Und jeder wuselt irgendwo rum, jeder hat Dings und wir haben natürlich auch Mods drauf. Wir werden jetzt bis kommenden Freitag, am Freitag übrigens Livestream wieder, nur zur Info, ich werde am Freitag streamen und am Samstag wird der Freezy streamen. Also ich stream Freitag und Samstag stream Freezy. Lol. Was denn hier passiert, Alter? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Okay. Sind hier die Schwertransportstrecke entstanden? Ja, und so sieht's aus. Und es ist eben das Problem, dass wir halt hier schon mit Lags zu kämpfen haben. Aber wir werden versuchen, das bis Freitag zu beheben. Und werden erstmal alle Mods deaktivieren und werden es dann mal langsam rantasten, wo das Problem hier ist. Das Problem ist halt immer, wenn das ein, zwei Leute testen, ist das immer kein Problem. Das Problem taucht ja immer erst auf, wenn dann 16 Spieler auf dem Server sind. Das ist halt das. Und ja, wir müssen halt einfach schauen, woran das einfach liegen könnte. So sieht's aus. Es kann auch sein, dass es... Man muss halt mal schauen. Es könnte auch sein, dass im allerschlimmsten Fall sogar ein Mapwechsel ansteht.
Aber da will ich jetzt mal nicht zu viel, da will ich jetzt mal nicht zu viel vorgreifen. Wenn, dann werden wir das natürlich auch fachgerecht verpacken und so weiter und so fort. Und True Farming wird weiterlaufen, das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Und in welcher Form auch immer oder wie, müssen wir halt einfach schauen. Ne? Aber es muss natürlich auch für alle ansehnlich sein, das ist halt wichtig. Und so ein Rumgelecke, wie wir hier machen, ist es das meiner Meinung nach eigentlich nicht. Ja, that's it. So, dann, der Stuart ist leider heute nicht da. Der hat noch einen Tag frei, aber der Stuart wird, Aloe Fieber. Hallo. Ja, aber den Stuart werde ich auf jeden Fall noch sprechen und da werden wir auch noch ein paar klärende Worte machen. Da sind ja ein paar Sachen vorgefallen, also da braucht ihr keine Angst haben, das wird auch alles noch klären. So, Herr Fieber. Ja. Ja, wo ist denn Ihr Kollege? Er ist gerade noch unterwegs. Okay, ich sollte 16 Uhr hier zum Kaffee und Kuchen sein. Ich bin jetzt schon ein bisschen eher da. Ich hoffe, der Kaffee ist nicht das Problem. Nee, ist noch nicht. Aber ich wollte gerade losfahren. Was wollen Sie denn? Oh, alter Vater. Was haben Sie denn Schönes? Was haben wir schon länger? Okay. Wollen Sie kaufen, ne? Kaufen? Ich glaube nicht, dass ich mir das leisten kann. Glaube ich auch nicht, ne? Ja. Folgendes. Und zwar, ich muss erstmal. Na gut, dann gehe ich mal ganz kurz telefonieren. Und Sie können ja mal vielleicht mal den Graf Bescheid sagen, dass der mal hier antritt, so langsam, dass wir das geklärt kriegen mit der Horst Brondo. Ich rufe mal an. Das ist sehr lieb von Ihnen, danke. Jo. Jo. So, und ich muss mal hier dahin telefonieren. So, einmal hier den Händler anrufen. Wir haben ja noch was. Adler? Adler? Ja. Jo. Also, folgendes. Ich würde gerne eine Bestellung aufgeben. Wo bist du jetzt? Bist du bei dir am Spritzen? Mein Angestellter spritzt. Wo bist du jetzt gerade? Beim Lohnunternehmen, weil ich habe hier gerade eine kleine Konferenz wegen der Horst Bronto, der 9DC, da gab es eine Fehlbuchung. Ah, okay. Warum? Ja, Bestellung für wen? Bestellung für den Fritzel. Tatsächlich. Und es ist mal mehr wie eine Ballengabel oder eine Schaufel. Mhm. Das kann ich schon mal sagen. Es handelt sich um einen. Traktor, den Case 7, warte mal ganz kurz, den Case, also mittelgroße Traktoren finden wir den 7200 Pro Serie, mit Michelin-Bereifung, ja, als 7240er Version, einmal den. Und mit welchem Geld? Warte mal, du müsstest den mal, vorher, warte kurz, kann ich dir genau sagen, 231.500 wird die gesamte Bestellung auslösen. 231.500. Ja, 231.500, genau. Sag, wenn es losgehen kann. Hast du? Nein. Das ist eine lange Zahl, ne? Das wäre ja nicht das Problem. Aber? Geld an Hof überweisen. 200. 31.500. Ja, hat er. Okay, also jetzt wie gesagt den Case bitte. Mit Michelin und als 7240er Version mit 255 PS. Michelin. Was und Reifen Standard. Michelin. Ja, also Standard. Ja. Genau. Hab ich. Dann das Pöttinger Mähwerk. Und zwar das Schmetterlingsmähwerk. Die ganze Kombination Front und Heck. Novacat 301 und X8 ED. Ja, die volle Kombination. Genau. Und dann noch, hast du? Ja. Und dann noch ein Schwader, und zwar den G von Kuhn,
Ja. Den GA9531, das ist der Zweikreiseschwader. Ja. Okay, super, das war's. Pass auf, kannst du das Pöttinger X8, also das Heckmehlwerk, mal bei dir irgendwo um die Ecke verstecken, wenn das geliefert wird? Weil ich habe gesagt, dass es da Produktions- und Lieferschwierigkeiten gibt in letzter Zeit und dass das ein Stückchen dauern könnte, bis das da ist. Und der war nämlich, wo er zu mir kam, pass auf, hat einen Hintergrund, wo er zu mir kam, war er nämlich sehr erregt und ist richtig frech geworden und kam quasi zu mir und: Ja, hier, ich bin jetzt da und quasi jetzt überweist du die Kohle, du machst mir jetzt ein Angebot, dann will ich die Maschinen haben und dann will ich hier wieder los. Und da habe ich gesagt: Ja, so schnell geht's leider nicht. Ja, warum nicht? Und da ist er halt so, weißt du, so lief das Gespräch ungefähr. Und da habe ich dann so gesagt, nachdem wir den Deal gemacht haben und er das überwiesen hat, habe ich gesagt: Oh, da sehe ich gerade bei Pöttinger, das X8 ist aktuell gar nicht lieferbar. Aber das wird produziert. Also den würde ich da gerne noch ein bisschen zappeln lassen. So, rufen wir mal den Herrn Adler an. Gut, du weißt Bescheid. Ja. Alles klar, ich muss auflegen. Tschüss. Adler. So. Jetzt ist ja hier irgendeiner, ja, doch einer, das, die Hosh Bondo eingeparkt. So, scheiß die Wand an. Wo ist denn der jetzt? Da hinten im Haus rennt einer rum. Ich hoffe, ich störe nicht. Jo, moin, was geht ab? Machst du Kaffee? Mach schon Kaffee, ja. Oh, perfekt. So, wo ist denn jetzt der Kollege hier? Der ist auf dem Weg, ich glaube, der ist. Ja, wie, der ist auf dem Weg. Mensch, der soll mal Latte machen jetzt so langsam. Da ist er doch schon. Ich habe nicht ewig Zeit. Er ist schon da. Ja, ich bin hart im Business hasseln. Ja, guck, da ist er schon. Wo ist er denn? Ach, Der hier. da. Ja. Mein Kaffee weiterkochen. So. Hallo, Herr Sachsen. Guten Tag. Tag. Kommt rein, kommt rein. Mensch, sind ja pünktlich wie die Bundeswehr, das ist ja der Wahnsinn. 16 Uhr, von Ja. 16 Uhr auf die Sekunde. 16:02 ist es bei mir, aber egal. So, ja, ich setze mich einmal hier hinten auf die Bank, ne? Oder gibt es eine Platzordnung? Hier ist der Nö, Kaffee. suchen Sie. Ah, danke, das ist nett, Ich hole mal den Ordner mal einen kleinen Moment. ja, holen Sie mal den Ordner. Also, wie gesagt, dann muss ich hier, es ist bis jetzt kein Geldeingang. Ich habe da jetzt nochmal die gesamte Buchhaltung verrückt gemacht. Die gute Frau bei mir in der Buchhaltung, die hat schon Tränen in den Augen gehabt, weil ich gesagt habe: Mit der Horsch Bronto, da stimmt was nicht und es kann nicht sein. Und dann habe ich sie So. suchen lassen, gell, warten Sie, habe ich sie suchen lassen und die hat gesagt: Nee, tatsächlich, da ist nichts Julian, kannst du mal kurz eingegangen. die Vase wegstellen? Ich muss mal hier. Ja, Warte. da ist nichts eingegangen auf dem Ja, Konto. okay. Und da habe ich gesagt: Wie, da ist nichts eingegangen? Das müssen wir mitkriegen hier in der Buchhaltung, da entlasse ich ja alle. Da habe ich die Faxen, Dicke. Für wen bezahle ich denn hier das ganze Geld jeden Monat? So, und jetzt bin ich eigentlich da, um die Hochsprondo wieder abzuholen. Oder wir kriegen das jetzt geklärt. Eins von beiden. So, gucken Sie mal hier, die Seite hier. Ja. So, da sehen Sie, Nur mit rein, gekriegst da sehen Sie, 99.300 sind abgegangen von uns. Schön So, dann mal. gucken Sie mal weiter rechts. Ja, wo haben Sie es denn überwiesen? Es wurde uns per Lastschrift, ne? Ja. Also da daneben steht Adler. Ja. Da gab es wahrscheinlich eine Fehlüberweisung. Wir haben das Ja. wieder geklärt. Also wir haben jetzt das Geld quasi in dem Sinne wieder. Ach, haben Sie wieder? Ja, Ja. und ich. Ja, und Sie? Ja, und Sie was? Überweisen mir jetzt 99.300. Halten Sie davon. Moment. Ja, ein super Deal. So, genau so ist das. Genau so ist das. So. Weil ich weiß. Willst du beweisen? Weil ich hätte gerade die App offen. Hast auf du dem die App Handy. offen? Ja, Ich ich habe finde gerade die App offen. meinen. Mach du auf. Okay, ich habe offen. Wie viel war's? 99.300. Das ist aber. Ah, wer den Kaffee gekocht? 99. Ich? Scheiße, der ist gut. Freut mich. Ja. Der alte Karo-Kaffee. 99.300. Super. Wissen Sie, was ich auch mal ganz gerne trinken? Müsste eigentlich per Blitzüberweisung angekommen sein. Yo, ich habe gerade gesehen, ist angekommen. Handy hat vibriert. Wissen Sie, was ich Also auch wie ganz gerne gesagt, mal trinke? das war wegen Herrn Adler, ne? Also das ist quasi bezahlt, aber ne, jetzt alles Ja, ich rückgängig habe das nochmal schon und dann, verstanden. dass Sie Ja, das das direkt ist eine bekommen. Fehlüberweisung stattgefunden. Aber das Problem ist, ja, das Problem ist halt, dass nichts bei mir eingegangen ist. Aber das ist kein Problem. Jetzt ist es ja eingegangen. Sie haben Ihr Geld auch wieder zurückbekommen, ja? Okay, perfekt. Dann ist jetzt alles geklärt. Genau. Ja gut, dann würde ich hier einfach noch ein Stückchen sitzen bleiben, den Kuchen essen und den Kaffee schlürfen, ne?
Ja, oder wollen Sie mal kommen oder wollen ja. Sie mal ein paar Milchschwienchen angucken? Paar we- wer? Ein bisschen draußen rumgucken. Ach so, wir wollen Ihnen was zeigen und haben auch noch eine kleine Bitte. Wollen Sie wieder angeben? Nee, klar, gucken nee, wir immer gerne gut. an hier, wie unser Lohnunternehmen hier in Schwarzing so aufgestellt ist. Ja, wenn Sie weiter so trainieren, kommen Sie irgendwann gar nicht mehr durch die Tür. Meine Güte, ey. Ja, du musst gleich. Das könnte vielleicht auch daran liegen, dass der Türrahmen etwas kalt ist und Sie etwas warm mit Ihrem Hemd. Dehnungsfuge, wissen Sie? Das ist du musst, so. du musst den Kopf. Ja, öffnen. Scheiße, wenn Sie auch mal zu der Tür laufen würden, würden Sie auch durchgehen. Oh, nee, ey, ohne Mist. So, ja. So, wo geht's denn hin? Alter Türrahmen. Wo geht's denn hin? Genau, wir haben ja hier. Jörn, wir hatten noch zwei Frontlader, ne? Ja, hier vorne. Genau. Okay, aber Sie haben auch gesagt, Sie haben eine Frage. Ja, ja. So, wir haben aktuell zwei Frontlader und nur einen Traktor, der den anhängen kann. Zwei Frontlader, aber nur einen Traktor. Okay, das macht keinen Sinn. Na, mhm. Genau. Beides dieselben Frontlader? Nee, das ist hier, der ist hier der kleine hier, ne? Ja, der kleine. Hm. Und das was haben Sie für einen Traktor, der anhängen kann? Das ist der, da kommt der Valtra dran, der kleine. Achso, hier haben Sie, also Sie haben quasi den Valtra. Genau. Okay, jetzt bräuchten Sie eigentlich noch einen Traktor, der FZ60 anhängen könnte. Richtig. Genau. Ja, scheiß die Wand an. Könnte ihr Deal des Lebens werden. Der ist, ja, so ein... Okay. Ja, ich riech schon das ganze Geld von oben herabflattern gerade. Ich glaube, nach dem Ding kann ich mich, nach dem Ding kann ich die Firma verkaufen und kann mich auf, Wenn ja. Sie sich so umsehen, wir haben ja jetzt... Heidi, oder Madeira, Madeira, wie heißt das, scheiße? Weiß ich, was Madeira? Madeira? Madeira, oder nicht? Mandera? Mandarine? Madeira, genau, da kannst du mich auf Madeira niederlassen. Ich glaube, das ist Geld noch ein bisschen mehr wert. Und es sollen ja auch ein paar deutschsprachige sein. So, ja. Ja, was jetzt? Etwas Grünes mit roten Felgen? Was Grünes? Mit roten Felgen. Haben sie uns schon mal verkauft, nur kleiner. Wollen wir es jetzt? Ja. Ich weiß gar nicht, wo da gerade steht. Was Grünes mit roten Felgen wollen sie. In klein. Genau. Also von der blauen Marke von New Holland wollen wir so langsam weggehen. 700 oder was? So eine 7 soll davon dran stehen. Ja, 700, sag ich doch. Ich empfehle ja die Kombination 724. Das ist eine ganz... Wollten wir wahrscheinlich haben, ja. Das ist immer schön. Zu lesen auch. Ist ganz einfach zu lesen. Wissen Sie? 7 ja. minus 2 ist nämlich 5. Aber 2 plus 2 ist 4. Deswegen ist 724, gibt voll Sinn. Ja, würden wir gerne mit Frontladeranbau haben. Wollen. Gibt's. Kein Problem. Ist das möglich? Ja, natürlich ist das möglich. Das ist, dann, ist eins meiner leichtesten. Kann ja sein, dass der nicht für Frontlader geeignet ist. Nö. Dann ist ja... Und eine schöne Pflegebereifung drauf? Pflegebereifung braucht man glaube ich nicht. Ne, da haben wir den Beitrag. Ja, okay. Also, ich nehme an, Sie... was ist für Sie interessant für eine Bereifung? Ich überlege gerade, Breitreifen oder normal? Ich glaube, wir nehmen erstmal alles normal und. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, immer gut sind Heck, also Radgewichte hinten. Hat immer. Es kommt auch an, was Sie machen wollen, aber ich bin Fan davon. Aber müssen Sie natürlich wissen. Also, was wollen Sie jetzt für Reifen? Ich würde erstmal Standard kaufen, weil wir haben ja trotzdem Gewicht hinten. Standard, ja, kein Problem. Standard. Als 724 mit Frontladerkonsole. Ja. Ja. Ich kann Ihnen da zwei Farben anbieten. Also das alte und das neue. Ne? Fettgrün. Wie es Ihnen besser gefällt. Ich finde auch, dass das ältere, das etwas dunklere, finde ich auch nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich jetzt sagen. Aber es müssen Sie wissen, ne? Also, um Gottes Wie werden überhaupt der Preis für den Traktor? Muss man erstmal so fragen. Ja, da muss ich anfragen bei Fendt, ist ganz klar. Farbe ist erstmal egal? Ja. 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 Gut. Hauptsache grün. Gut, alles klar. Würde ich Sie dann zurückrufen und geht's in Gang. Perfekt. Alles Gut. klar, perfekt. Ich danke Schönen Ihnen. Noch. Tschüss, schönen Tag Ihnen noch. Jo, ihn auch. Wiederhören. Sehen. Ja. So. Soll ich jetzt? Scheiß die Wandern.
Hallo? Jemand hier? Ja. Och. Jung, jung, jung. Was machst du Schönes? Na, ich hab unser Feld gespritzt, ne? Ah, das Feldspritzen ist fertig? Ja, ja, ich bin schon am Reparieren. Ah, okay, super. Pass auf, wir müssen reparieren. Naja, es waren ein paar Düsen verstopft, ein Düsenstrang war gerissen, ja. Oh. Ja, ich dachte, ich mach's gleich mal wieder fertig. Scheiß die Wand an. Also okay, folgendes. Und zwar, wir müssen gleich mal zwei Traktoren fertig satteln. Wir müssen nämlich zum Adler. Ja. Und beim Adler müssen wir die Mähtechnik abholen für den Fritzel. Ja. Und müssen und liefern das mal hin. Also du müsstest mit einem Traktor dorthin fahren und ich würde... oder du läufst hin und oder mit dem Bus oder scheißegal, was auch immer, weil ein Traktor ist dort vor Ort. Ach, ein Traktor ist vor Ort. Ja, ja, ein Traktor muss dort bewegt werden. Genau, und dann wird man das zu Fritzl hochfahren. Könnte lustig werden. Nee, warte mal, stimmt gar nicht. Ich brauche... Das Novacat X8 ist gar nicht lieferbar. Brauchen wir gar nicht mit zwei Traktoren. Okay, alles klar. Nee, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Komm erstmal in die Firma, okay? Ja, mach das. Alles klar, tschüssi. Jo. Mit dem Frontlader mit hinterkommen. Ja, Fritze, die Hitze, die Witzel anrufen. Hitze, die Witzel, Fritze. Hallo? Jo, moin. Da sind schon ein paar Sachen von deiner Mähtechnik eingetroffen. Oh, das ist super, weil wir brauchen die dringend. Ihr habt, ja, wir würden die jetzt so hochbringen. Das wäre super. Ja, mach mal. Das ist schön. Ja, ist kein Problem. Ist bei so einer tollen Bestellung im Preis mit drin, ne? Das ist auch wird toll. Wird direkt hochgeliefert. Wundert mich, dass es jetzt so schnell geht. Ja, naja, ich habe ja gesagt, ein paar Sachen sind ja direkt am Schlüssel, ne? Ja. So, alles wie sieht klar. Das aus mit dem Mähwerk, das große, das hintere? Das ja, da habe ich den Adler nochmal involviert, ob der da eventuell ein bisschen mehr Druck machen kann. Da bin ich jetzt gerade auf dem Weg hin, um rauszufinden, ob das eventuell schon dabei ist oder nicht. Okay. Okay. Ja, ich frage nur, weil ich gerade beim Adler war und da stand ein Novacat. Weiß ich nicht. Ich war gerade beim Lohnunternehmen, keine Ahnung. Aber wie gesagt, könnte sein, dass es das ist, aber ich weiß es nicht. Ja, alles klar. Okay, bis gleich. Bis später, tschüss. Alles klar, in diesem Sinne, ab die Rinne. War die soweit? Wir waren jetzt soweit, ja. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine lieben Freunde. Und ja, lasst das Däumchen da, schaut mal Fisi vorbei, ist in der Videobeschreibung. Bis dahin, tschüss. Tschüss.